Hallo und herzlich willkommen bei Optimale Fitness. Mein Name ist Thorsten Dagatz und in diesem Video geht es um das sogenannte Supersatztraining. Gleich vorab, Supersatztraining ist für Anfänger zunächst nicht geeignet. Du solltest schon eine gewisse Basis haben und, ganz wichtig, die einzelnen Übungen technisch gut beherrschen. Für diejenigen, die schon länger trainieren und mal was Neues ausprobieren möchten, ist es allerdings eine äußerst effektive Methode. Sie ist zeitsparend und bringt nachweislich ein Plus an Muskeln und Kraft. Sehr gut geeignet ist sie auch für jene unter euch, die ein Plateau erreicht haben und einen neuen Reiz setzen möchten, um dieses Plateau zu überwinden. Was ist Supersatztraining? Beim herkömmlichen Krafttraining machst du in der Regel 3 bis 5 Sätze mit 8 bis 12 Wiederholungen und dazwischen jeweils eine Pause von 30 Sekunden bis 3 Minuten. Beim Supersatztraining machst du 2, manchmal auch 3 Übungen direkt hintereinander, allerdings ohne Pause. Mehrere Methoden werden dabei unterschieden. Wenn du die gleichen Muskeln mit unterschiedlichen Übungen trainierst, handelt es sich um ein synergistisches Training. Ein paar Beispiele für synergistisches Supersatztraining sind Bankdrücken und Fliegende, Rudern vorgebeugt und Klimmzüge, Kniebeugen und Beinstrecken. Wenn du einen Muskel und seinen Gegenspieler trainierst, spricht man von einem antagonistischen Training. Ein paar Beispiele für antagonistisches Supertraining sind Bizeps- und Trizeps-Curls, Kniebeugen für den Quadrizeps und Beinbeuger für die ischiokorale Muskulatur, Bankdrücken und vorgeneigtes Seitheben. Du kannst Supersätze aber auch nach dem Zirkeltrainingsprinzip absolvieren, dann trainierst du mehrere Muskelgruppen ohne Pause hintereinander. Wie du dir denken kannst, musst du auch bei diesem Training an deine Grenzen gehen. Es ist sehr anstrengend, lohnt sich aber auch. Kommen wir nun zur Intensität und den Wiederholungszahlen beim Supersatztraining. Die meisten Trainer raten pro Übung zu 10 bis 12 Wiederholungen beim ersten Satz. Wenn du das erste Mal Supersätze machst, können 50% der maximalen Kraft schon völlig ausreichen. Machst du dann Wiederholungen bis zum vollständigen Muskelversagen. Kann auf bis zu 80% der Maximalkraft hochgehen. Ganz wichtig dabei, du solltest jede Übung technisch einwandfrei durchführen. Sollte dir das nicht mehr gelingen, machst du weniger Wiederholungen. Ein Tipp, technisch anspruchsvolle Übungen solltest du in den Anfang setzen. Den trainierten Muskeln solltest du dann mindestens 48 Stunden Pause gönnen. Überhaupt ist es nicht ratsam, Supersätze als alleiniges Trainingsmittel einzusetzen. Das kann schnell zu viel werden für den Körper. Aber so einmal die Woche, um sich auszupowern, ist es völlig okay. Weitere Informationen findest du unter optimalefitness.de. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Supersatztraining.